Herzl-Automobile, liebe Rennwagenfreunde, McLaren-Freunde. Also ich handle ja mit Oldtimern und Youngtimern und ab und zu rutscht mir dann mal sowas rein, weil ich habe ja ein Motto hier in der Halle, ich stelle hier nur was rein, was mir gefällt. Und das kann ein Golf Cabriolet sein oder ein McLaren. Golf Cabriolet für 13.000 Euro oder 15 und ein McLaren für 400. Ja? Also das ist halt schon verrückt, aber könnte ich mal eine schöne Geschichte erzählen. Als ich anfing, habe ich mal so einen Autohändler, wusste ja nicht, was das bedeutet, Autohändler zu sein. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der richtige Ahnung hat. Ja? So. Dann hat er gesagt, Ingo, du musst dich spezialisieren. Dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Und dann sagt er, ja, okay, meine Spezialisierung ist jetzt, ich stelle hier nur rein, was mir gefällt. Ja, so. Und die Auswahl ist ganz gut, glaube ich, tatsächlich. Und das finde ich auch cool. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr einen gehabt, einen McLaren 575. Den habe ich relativ schnell verkauft. Und jetzt kam hier der Eigentümer von dem Auto zu mir und hat gesagt, Mensch Ingo, hast du Lust, den für mich zu verkaufen? Das wäre cool. Mach doch mal. Ja, so. Dann habe ich gesagt, komm, stell mal her. Ich probiere das mal, weil ich ihn einfach, also ich mag den. Ich finde, der ist, kann man mal versuchen. McLaren 675 LT Spider. Neupreis 410.000 Euro. Kaufvertrag ist vorhanden. Ja, so, der wurde beim Moll in Düsseldorf gekauft. Der Wagen ist einer von 500 Autos. 500 wurden davon produziert. Ist erster Hand, Scheckheft gepflegt und hat 1600 Kilometer auf der Uhr, wollte ich gerade sagen, auf dem Tacho. Also der ist Neuwagen. Ja, so. Nichts dran, ja, gar nichts. Also hat so ein Liftsystem auch noch und hat gerade neue Reifen gekriegt auch nochmal. Ist aus, von wann ist denn der überhaupt? Ich glaube 17. Sebastian ist da hinten, nämlich guck mal, unser Sebastian ist da. Hallo Sebastian. Er guckt nicht. Manchmal ist er eigen und guckt einfach nicht. Der ist von 17, ne? 6 2017, siehst du? Ich würde sagen, wir gucken uns das Auto mal an und schauen mal, wie der Wagen so auf uns wirkt. Ja? Also ist halt ein Spider, kannst halt offen fahren, macht halt richtig Rabatz. Wie viel PS hat das Ding? 675 PS. Achso, deswegen heißt der wahrscheinlich auch 675. Ne? Das wäre zumindest mal eine Erklärung für den Namen, oder? Ja, also ganz ehrlich, und ich finde ja ihn drinnen auch wirklich gelungen, ja, und natürlich dieses Orange findet sich immer wieder mit dem LT und alles Carbon-Style, also das Ding, ich weiß nicht, ob der volle Hütte hat, aber das ist schon, da fällt es mit auf, ne? Das kannst du mal glauben. Das wollte hier den Deckel aufmachen, aber ich habe es nicht hingekriegt tatsächlich, für die Fotos, ich wusste nicht, wie der aufgeht, habe ich nicht geschafft. Ja. Achso, auch gesagt. Nee. Das war bei den anderen auch so, ich weiß es nicht. Irgendwann haben wir es aber hingekriegt, tatsächlich. Anyway, also, das Ding ist nachlackierungsfrei, selbstverständlich. Es steht hier, wie gesagt, wie Neuwagen, war immer in der Garage, außer diese 1600 Kilometer, die er mal gefahren ist. Nur bei schönem Wetter, wurde mir gesagt, und so sieht er halt auch aus, ja. Es ist auch kein Steinschlag oder irgendwas, also, ne, es ist nicht irgendwie, dass man sagen würde, der ist auf der Autobahn gefeuert wie so ein Irrer und hat dann da ordentlich eingesammelt. Für mich wunderschön. Wir gucken mal rein. Das ist ganz spannend hier mit den Türen. Thomas, du weißt gar nicht, du musst hier schon einen Knopf, den musst du drücken und dann einmal. Ich fahre doch so einen. Ich fahre so einen, ich weiß, ach, wie der aussieht. Du hast so einen Zweitwagen. Ja. Und der andere ist der Volvo, ne? Genau. Kombi. Volvo Kombi und so ein McLaren. So, weißt du, was wir machen? Damit man es besser sieht, schmeiße ich ihn mal an und wir machen das Dach mal. Oder? Coole Idee. Coole Idee. Es geht bestimmt auch ohne, dass ich ihn anschmeiße. Pass auf. Es gibt so ein cooles Video, ich weiß nicht, haben viele bestimmt auf WhatsApp gesehen, wo so ein Typ nicht aus dem Auto rauskommt und sich dann so rausrollt. Du schmeißt dich weg. Nicht, dass ich jetzt zu viele Sprüche mache und gleich selber mich so rausholen muss hier. Wir schneiden einfach. Oh, ey, dass ich hier in meinem Alter noch so rein, wie so ein junges Reh hier reinrutsche. Wahnsinn. So was will ich jetzt? Will ich hier nicht, ich will nur die Zündung anmachen.
Und ich will mal versuchen, ob das geht. Nee, geht nicht. Warum nicht? Dann machen wir an. Licht vorne, hast du gerade gesagt, geht nicht. Ne? Ja. Also keine Ahnung, müssen wir machen. Natürlich wird, also wenn der übergeben wird, geht hier alles natürlich und auch das Licht vorne. Und ja, also innen wollten wir uns angucken. Pass auf, genau. Dann mache ich steig mal kurz aus am besten. Mach mal aus. Ich mache ihn mal aus. Oh, das rührt schon ganz schön hier, das Ding. Aber das ist halt echt ein Hammer, ne? So, jetzt elegant aussteigen hier, pass auf. Und das filme ich. Elegant aussteigen. Oh, guck dir das an, ey. Ja, also, da gibt es bestimmt noch einen Trick, wie es besser geht. Ich finde, ach, hier, guck dir mal. Ach nee, es ist die Tür. Nee, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe den Hebel gefunden für die Heckklappe, aber das ist manuell die Tür, wenn es da irgendwie nicht mehr geht mit elektronisch. So, pass auf. Wenn das nicht schick aussieht hier drin, dann weiß ich auch nicht, oder? Aber ganz ehrlich, ich kann den fahren. Ich bin einigermaßen schlank, würde ich sagen. Das ist die Voraussetzung, weil sonst macht es keinen Spaß. Ich passe da genau rein und dann bin ich da wie fest drin und so soll es dann auch sein. Wenn man, ja, kann jetzt gar kein Gewicht sagen, um Gottes Willen, einfach vorbeikommen, ausprobieren. Schick, oder? Ja. Macht schon Spaß. Also insofern würde ich sagen, wir machen Schluss, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. So, ich würde sagen, wer Lust auf das Auto hat, gern vorbeikommen oder wer sonst mal irgendwie in Hamburg ist und mal in der Nähe, gerne mal reinschauen. Hier stehen immer viele schöne Autos. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile in Hamburg und vielleicht bis bald zur Probefahrt mit dem Auto hier. Dankeschön und schönen Abend. Tschüss. Klappe zu.